Wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist 8 Uhr, Bombenwetter und es ist schon wieder Spieltag. Und die beiden haben mal wieder keinen Bock. Es ist nichts Neues. Ja, heute 19:30 gegen VfB Lübeck. Auswärts, alte Wirkungsstätte, mein alter Verein. Hinspiel haben wir 2-1 gewonnen. Da geht es immer zur Sache. Sind immer coole Duelle, cooles Stadion. Wird ein bisschen was los sein. Vor allem nach dem Hinspiel. Hinspiel ein bisschen hitzig gewesen, ein bisschen angestachelt. Von daher erwartet mich sicherlich einiges. Aber ich freue mich drauf. Gehört auch zum Fußball dazu und ja, qualitativ nicht ganz so stark wie die letzten Jahre. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga haben sie sich neu aufgestellt. Deswegen immer mal wieder Ups und Downs in der Saison gehabt. Letztes Spiel 3-0 gewonnen. Von daher gehen sie, denke ich, motiviert in die Partie. Tut dem Spiel sicherlich gut. Wir brauchen auch unbedingt wieder einen Sieg. Lübeck steht aktuell auf Platz 5. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen sollten und Lübeck auch am Ende auf Platz 5 stehen sollte, nehmen wir 6 Punkte mit in die Aufstiegsrunde. Kompliziertes System, erkläre ich gerne ein andermal. Aber jetzt dribbeln wir erstmal los. Die haben keinen Bock. Gar keinen Bock. Da hinten ist auch noch einer. Wie falsch geht, laufen sie immer hier rum bei dem Wetter. Obwohl heute top. Sonne ist da. Ich bin sehr zufrieden. Ja, jetzt gehen wir erstmal unsere Runde. Danach gehe ich kurz zu Rewe. Ich brauche Powerade, ich brauche Red Bull. Ich brauche eigentlich alles. Was zu frühstücken, alles noch besorgen. Ja, und dann sehen wir uns zu Hause. So Leute, sind doch versorgt. Mit Cappy und Maske sieht man sehr energisch aus. Ohne Sitz. So, ab nach Hause. Leute, wieder zu Hause. Guck mal, wer schon wach ist. Da ist schon jemand am Start. Frühstück. Voll witzig. Sehe ich wieder aus. Voll witzig mit meinen Socken hier am Tresen. Du kennst so was nicht. Frau ist bedient. Kaki, Leute, gibt es wieder. Game Changer. Beste Frucht EU-West. Ohne Scheiß. Ananas rein. Joghurt. Big, 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 big. Big Cup of Covid, please. Willst du noch was sagen, denn, oder was? Nein, du bist jetzt mal ruhig, ganz ruhig. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Knall ich mir jetzt rein. Frau geht zum Sport. Henk geht zum Sport. Ich mach einen ruhigen. Geht Henk zum Sport? Glaube ich, oder? Ich bin mir ganz unsicher. Ich bin mir auch ganz unsicher. Gucken wir mal. Gehen wir doch einfach gleich mal rein. Auf jeden Fall, Frühstück für mich. Frühstückszeit. Bis später. So, Leute, ich fahre jetzt noch kurz ins McFit. Workout abfilm von Lynn. Die Frau rasiert, die zieht durch. Da muss man natürlich supporten. Und danach geht es noch kurz in die Galerie. Wir wollen so Linsenwaffeln holen. Die sind unglaublich. Und Rossmann hat die hier leider nicht, DM auch nicht. Und jetzt probieren wir unser Glück nochmal bei Müller. Yep. Und dann geht es wieder nach Hause. Also bis später. Leute, wie angekündigt, ich war noch bei Müller. Und zwar habe ich die Kollegen hier geholt. Linsenwaffeln, Qualität von Henkel. Was ich damit mache, zeige ich euch gleich. Guter Snack, denn seit Montag bin ich wieder clean unterwegs. Ihr wisst es. Und ihr kennt es doch in der Kasse. Saure Möpse. Gucken, ob die was können. Also, sauber. So Leute, wieder zu Hause. Jetzt gibt es einen kleinen Snack. Maul. Jetzt gibt es einen kleinen Snack. Wie ihr schon gesehen habt, Linsenwaffeln mit Wildlachs. Da drunter diesen Kollegen. Super Ding. Nächste Woche unser Spiel fällt aus gegen HSV. Da wird es ein Full Day of Eating geben. Gesunde Version, denn, wie ich auch schon gesagt habe, seit Montag bin ich gesund unterwegs. Deswegen kommt nächste Woche Full Day of Eating in Clean. Jetzt mache ich mir das Essen. Dann lege ich mich rein kurz, 3/4 Stunde. Und dann sehen wir uns zum Nudelmachen wieder. Sachen packen und so weiter. Ihr kennt den Ablauf. Und 15 Uhr ist dann Abfahrt. Also, reingehauen. So Leute, Nudeln werden gemacht. Gleich ready. In 5 Minuten ist Abfahrt. Füllt ihr alles da rein. Dann geht's ab. Heute auswärts. Deswegen die Dinge auch am Start. Wisst ihr? Energy Gel Halbzeit, Red Bull, Game Changer. Powerade. Alles nichts Neues. Heute nehmen wir den hier. Cookies and Cream. Letztes Mal Birthday Cake. Nur unentschieden. Heute der hier. 3 Punkte. Mach ich alles ready? Dann sehen wir uns im Auto. Leute, Abfahrt. Es geht los. 15 Uhr. Wir sind gut dabei. Bisschen spät dran, aber warum sollte sich jemals was ändern? Es geht los, VfB Lübeck. Ich bin gespannt, wie ich empfangen werde. Aber jetzt habe ich noch nicht so viel drüber gelesen. Ich hoffe mal auf ein bisschen Entspannung dort, dass man mal ruhig einfach zocken kann. Aber wir werden es sehen. Ihr werdet es vor allem sehen. Ich sage, Lübeck letztes Spiel 3-0 gewonnen. Ich sage, wir gewinnen wieder 2-1, wie im Hinspiel. Heute anderer Torwart im Tor, lange nicht gespielt. Zu Null wäre krank, aber solche Geschichten gibt es eigentlich auch, ne? Gibt es eigentlich. Aber ich sag trotzdem 2-1. Weil zu Hause ist Lübeck eigentlich immer nicht so verkehrt. Also wenn die ihre Punkte holen, dann holen die auch zu Hause. Ja, 2-1 habe ich gesagt. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock. 9 Rasen haben sie bekommen. Stadion. Geil.
macht immer Bock, da zu spielen. Und ja, 3 Punkte wären wichtig, ne? Weil wenn Lübeck Fünfter bleibt und mit in die Aufstiegsrunde geht, sind das nochmal 3 weitere und dann 6 Punkte gegen Lübeck brauchen wir. So, jetzt holen wir noch Kollegen ab. Warte, was sagst du überhaupt? 4-1. Oh, gut. Sowas brauchen wir immer wieder, wie so ein 4-0, 4-1. So ein Ding ist das. Aber ich glaube, dass ich sage 2-1. Ja. Jetzt holen wir noch einen Kollegen ab, da fahren wir zum Treffpunkt. Dann ziehe ich mir im Bus die Bayern-Doku rein, Leute. Hab alles schon runtergeladen, bin sehr gespannt, soll wild sein. Ich werde auf jeden Fall berichten und dann sehen wir uns in Lübeck im Stadion. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. They do what I do, I'm like Simon says. Swerving, making plays, squirt Ferrari red. Never out my zone, touchdown in my ass. Only fam around me, I can't have no friends. Had to cut you off, you left me out for dead. Ever since I was a teen, had prices on my head. Had to cut you off, you left me out for dead. They do what I do, I'm like Simon says. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, ball point on the beat, ball point make them dance. Yeah, we came up from nothing, now we're making plans. Yeah, just picked up some bands. Tell her, ask it questions, why? When I'm coming, why? Yeah. On the run like a runaway. Only way is the money way. New chain, no jewelry. Yeah. No games, don't fool me. No. 21, been a boss. Play the game, pay the cost. Heard your rolly TikTok. Need to get another watch. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. Leute, 2-0 gewonnen, wir haben kacke gespielt, aber fragt keiner mehr nach. Lieber spiele ich scheiße und gewinne, als wenn ich geil spiele und verliere. Wieder ein Tor gemacht, das ist das Wichtigste. Da war der Leinwand. Es gab hier geile Sprechchöre von mir, das hat mich gepusht, das nehme ich mit. Das ist geil, das ist einfach geil. Ohne was zu sagen, fahre ich jetzt sehr, sehr zufrieden nach Hause. Jetzt gehe ich schnell duschen und dann mache ich mir hier ganz schnell eine Biege, Leute. Dann mache ich hier ganz schnell eine Biege. Yeah. Leute, 0.30 Uhr, was eine Fahrt. Aber hat sich doch gelohnt. Kein gutes Spiel gemacht, trotzdem gewonnen. Besser als andersrum. Ich sag's euch mit Herz. Letztes Mal haben wir in Lübeck 2-0 verloren und haben eigentlich sehr gut gespielt. Dann nimmt man das lieber so mit. Tor gemacht, geil. Tabellenführer, geil. So geht's weiter. Jetzt direkt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf nix. Leg mich zu Hause direkt pennen. Morgen ist ein neuer Tag. Ab Montag Fokus. Dann haben wir, wie gesagt, spielfrei. HSV-Spiel fällt aus. Kommt ein anderes Video. Und jetzt kennt ihr es doch, Leute. Daumen nach oben. Abo da lassen. Glocke aktivieren. Alles umsonst. Also, reingehauen. Man hört.